Menschen in unserem Team aufzubauen und ihnen die Chance zu geben, nochmal in ihrem Leben eine ganz andere Wendung zu nehmen. Und dafür stehen wir natürlich auch mit unserem Namen gerade. Wir sind Tina und Markus Babbel. Meine Frau Tina ist Journalistin, Moderatorin. Meine Wenigkeit, im Fußball groß geworden, als Spieler, wie aber auch als Trainer. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und den kann meine Frau, glaube ich, etwas besser erklären, weil sie doch intensiver als Journalistin dahinter war. Ich glaube, zum Background muss man erklären, dass wir natürlich durch Markus' Karriere wahnsinnig viel rumgekommen sind, auch ein sehr schnelllebiges Leben hatten, dankbar sind auch dafür, keine Frage, viele Menschen kennenlernen durften, viel Erfahrung sammeln und so weiter. Aber irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, und das war jetzt eben in Australien vor einem halben Jahr, ob wir das wirklich noch so wollen, weil wir uns nicht sicher waren, ob dieser Weg jedem in unserer Familie gut tut. Beispielsweise unsere Tochter ist 4 Jahre alt. In ihren 4 Jahren ist sie 7-mal umgezogen, hat in 3 Ländern gelebt und musste 3 Sprachen sprechen. Die Kinder von Markus aus vorhergehender Beziehung haben den Papa selten gesehen. Er konnte nicht bei Veranstaltungen, die den Kindern wichtig gewesen wäre, dabei sein. Und deswegen haben wir uns gefragt, ist das so richtig, und festgestellt, nein, wir wollen das nicht so haben. Wir wollen es anders, wir wollen ankommen. Aber uns war natürlich auch klar, ankommen heißt nicht, Hände in den Schoß legen und nichts machen. Dafür sind wir definitiv noch zu jung und haben viel zu viel Power. Und deswegen kam dann ein Anruf von Carsten Ledole, den ich seit 12 Jahren kenne, gerade richtig. Er hat gefragt, Tina, wie geht's dir? Seid ihr noch in Australien? Und mir ging's nicht gut, zugegebenermaßen, zu der Zeit, weil ich wieder Abschied oder wir wieder Abschied nehmen mussten von Menschen, die wir lieb gewonnen hatten. Und das war eigentlich auch immer das Schlimmste an den ganzen Umzügen. Und dann die Gedanken gehen los, was passiert mit deinem Kind? Was ist die nächste Station? In welchen Kindergarten wird sie gehen? Und dann hat Carsten zu mir gesagt, Tina, du kennst mich, du weißt, was ich mache, warum denkst du nicht einfach mal über dieses Business nach? Und ich muss zugeben, 12 Jahre war ich absolut taub und wollte das nicht, habe aber auch nie wirklich zugehört und hatte dann wirklich Zeit, mir das anzuhören, und habe dann zu Carsten gesagt, okay, wir probieren erstmal die Produkte, weil mein Mann ist da ein absoluter Fachmann, der kennt das, und ich werde mich auch ein bisschen orientieren an meinem Mann, was er dazu sagt. Und jetzt kannst du das, glaube ich, besser schildern als ich. Ja, klar. Ich bin sehr oft mit Nahrungsergänzungsmitteln in Berührung gekommen. Ja, das als Spieler, dass man eben leistungsfähiger ist, aber eben auch als Trainer mit verschiedenen Produkten, und war da immer ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so einem so weiterbringt. Und dann habe ich mir die Zeit und die Muse genommen, es zu testen über 3 Monate. Und ich habe festgestellt, dass ich viel mehr Energie habe, viel mehr Power habe, dass es mir einfach besser geht. Und das ist, glaube ich, sensationell, weil es nicht nur mir so ging, sondern eben auch meiner Frau. Stimmt. Und wir sind total begeistert von diesen Produkten. Und deswegen war das der wichtigste Punkt für uns, dass wir eben auch aus voller Überzeugung sagen können, hey, das Zeug ist richtig gut. Ja, da machst du wirklich was richtig Gutes mit deinem Körper. Und das war mit das Entscheidende, eben auch, dass es nicht auf der Dopingliste steht. War für mich persönlich eben auch sehr wichtig. Und jetzt, glaube ich, kannst du wieder übernehmen. Ja, es hat dann trotzdem gedauert, uns zu committen für das Business, weil wir jetzt auch nicht genau wussten, wie geht das weiter, wenn wir in Deutschland sind und so weiter. Und haben dann aber uns das einfach alles nochmal angehört, drüber nachgedacht. Ich habe 3 Monate lang Carsten jeden Tag angerufen, weil ich immer wieder was Neues wissen wollte, weil ich das für uns auch abprüfen wollte, weil wir natürlich auch mit unserem Namen dahinter stehen. Und bin dann aber, oder wir, zu dem Entschluss gekommen, dass dieses Business sehr fair ist, keinerlei Risiko hat, was uns wichtig ist, wenn wir Menschen mit ins Boot holen. Ganz im Gegenteil, dass jeder eine Chance hat, egal welcher Background, egal ob Mann oder Frau, welches Alter, welche Ausbildung. Und jeder darf selber entscheiden, wie viel will ich? Will ich ganz groß raus? Oder reicht es mir einfach, vielleicht 200 Euro am Monatsende zu haben, damit ich am Jahresende einen tollen Urlaub machen kann? Also jeder darf selber bestimmen, man ist nicht unter Druck. Und was ich toll finde, was ja selten ist in der Wirtschaft, es kommt keiner weiter mit Ellenbogen. Das heißt, es geht nur mit Unterstützung. Wenn du dich gegenseitig unterstützt,
dann schaffst du das. Und wir haben gesagt, wir haben so viel Glück gehabt auch im Leben und wir haben auch so viel Erfahrung gesammelt. Lass uns das machen. Wir können Menschen an die Hand nehmen, wir können sie da durchführen, wir können unsere Erfahrung spielen lassen. Und es ist unser erstes gemeinsames Projekt als Partner. Er hatte vorher sein Business, ich hatte mein Business und jetzt haben wir ein gemeinsames Business und das wird großartig. Ich bin mir ganz sicher. Ich war als Trainer in der Champions League, ich war als Spieler sogar im Champions League Finale, habe es leider verloren und jetzt will ich mit euch ins Champions League Finale und vor allen Dingen, ich will es gewinnen.